Für mich ist Hongkong mein zweites Zuhause und ich habe jetzt gerade mit der Spanferkelhaxe mit Rosenkohl und Biersauce und süß-saure Zwiebeln im Endeffekt ein deutsches Hausfrauengericht, Hausmanngericht, mit einer asiatisch-chinesischen Gewürzwelt verbunden. Und das ist das, was ich hier so spannend finde mit den Soßen von Lee Kong Kee.